Hallo? Alter, warum ist der Junge so verkrüppelt? Scheiße. Ach du Scheiße, was ist denn hier passiert? Ich weiß nichts. Ich auch nicht. Hier ist Katastrophe, Malheure. Insasse. Warte, kann ich, warte kurz, warte kurz. Guck mal, warten Sie. Haben Sie So. schon aus, ja. Kannst du den retten? Ich rette andere, okay? Ja, haben Sie den Notruf schon gewählt? Nee. Ja, dann machen Sie Kannst das. du Was haben rufen Sie einen gemacht? Notruf? Kannst du rufen einen Notruf, bitte? Sind Sie auch verletzt? Oh Scheiße, was ist mit deinem Kopf? Hä? Oh no. Machst du sein, ich mach seinen Oh rechten Gott, Arm. er ist komplett am Arsch. Ja, ich mach mein Bein jetzt kaputt. Er ist in Rettungsdienst im Lande, ja, ne? Ach du Scheiße. Mach mal halb weh. Ja, genau. Ich binde mal weiter. Ich hab die Mullbinden dabei, die. Schnell Kopf, sein Kopf blüht ja ganz viel. Bluten Sie denn auch? Oder ihre Kopf, ich weiß nicht, ob Mann oder Frau, scheißegal. Komm, junger Mann, das schaffst du, du darfst nicht sterben. Ach, der wird nicht sterben. So, hoff, nichts viel blutet, das ist gut. Er nudelt noch ab hier. Hast du andere Was Junge ist denn hier gerettet? los? Oh, dieser Kann Kopf ich Ihnen irgendwie helfen? Was hat ist denn hier? Der hat den Platzwunde, Wein ich von mir glaube, erst Alter. mal gegeben. Der weiß ich auch nicht. Will jemand sagen, wieso ich ihn habe? Schnell, schnell! Ja? Kann ich irgendwie keine Wetten mehr geben. Sterbe nicht, mein Freund, Ja, sterbe nicht nicht! mehr. Doch, ich habe immer meine Kompressen und so mit. Jetzt Ja. geht's auch wieder. Achso, ja, dann war das verkehrt, ja. Ich Müssen weiß Sie nichts, an? was hatte für großer Unfall, aber Ja, beide Menschen das meine tot ich. fast. Guten Tag, kann ich Ihnen behilflich sein? Ich mal kurz ein Ey, Glas. ja. Bitte. Kommen Sie Okay, sich schnell, machen Sie mit. Okay, Kopf blutet nicht mehr, das ist gut. aber Bein kaputt. Hä? Bin Melly unterwegs? Ist tot. Scheiße. Hoffe, ich denke, dass der Herr Aber blöd. noch kurz Allahu Haben Akbar. Max Blut verloren. Ja. Ach, das wird nicht mehr so Nein, schlimm. nein, der nicht Ich bin tot. überhaupt Auto. in Medic im Dienst. Ich weiß Wie es nicht. Auto? Ja, Oh, guten Tag. Alles klar. Ja, dann wird er auch gleich kommen. Ah, da ist noch eine. Landet da gerade eine, oder? Scheiße, schnell. Sieht aber nicht gut aus. Echte Rita? Hallo? Ah, die Polizei Ich ist bin auch heute schon da. überall Hä? mit der Polizei. Ich finde es irgendwann nicht mehr gut. Ich habe nichts gesehen. Scheiße, sorry, mein Freund. Wunderschönen guten Tag. Komm, helfen, helfen. Stadtausweifel 2 ebenfalls in Fahrbahn. Was ist denn hier passiert? Ein Verkehrsunfall ist hier passiert. Okay, der blutet nichts ganz viel, so wie du, weißt du. Dir geht wieder besser, ja? Leitstelle von Stolpe 2 kommt. Okay. Nicht wegziehen. Ja, wir bräuchten einmal an unserer Position den RTW, bewusstlose Personen, komm. Zwei bewusstlose Personen. Wer ist denn hier beteiligt an dem Verkehrsunfall? Ja, vielen Dank, Stolpe 2. Nein, nein, ich wollte nur erste Hilfe Komm, mein leisten. Freund. Ich habe nichts damit zu tun, keine Sorge. Bleib an dir leben, ja? Polizist? Ja, sie ist auch nicht da. Hier rechte Arm. Nein, da war noch eine Person, war noch mehr hier gerade mit verletzten Beinen. Ja, oh. Der hat sich an den Beinen verletzt gehabt. Der weiß nicht, wo der gerade hin ist. War eben auch noch hier. Oh. Oh Gott. Ach. Ja, ich kümmere mich mal hier währenddessen mal ganz kurz um Ihre Verwundung hier. Meine Verwunde? Ah, danke schön, danke Beine schön. hier, die sehen nicht ganz gut aus. Ja, das kriegen wir wieder hin hier. Dein Arm ist auch wieder aufgegangen. Mach ich mal Das ist auf jeden Fall deren. Der Rettungsdienst ist schon auf dem oh, Weg. Er schafft das schon, wenn gleich der Rettungsdienst kommt. Was, das kriegen wir hin. Ja, machen wir auch. Kopf, Kopf blutet, schnell.
Scheiße, mach halb weh. Oh, ein Spanier. Hä? Oh nein. Jetzt sollte der dicht sein. Und jetzt geht wieder was auf. Ja, vielleicht kommt er die Arena her. Ah, ist nicht. Okay, der blutet nicht mehr, ja. Das sieht ja schon gar nicht mal so verkehrt aus. Okay, ich kann Auto ein bisschen reparieren, wenn ihr wollt. Ja, ich denke mal, wir werden euch auf den RC noch verständigen. Da ist keiner da. Ja, da ist hier keiner da, ja. Unpraktisch. Ja, ich repariere, kein Problem. Mach noch mal kurz ein bisschen HLW. Weißt du, ich mache immer mein Freizeit-Auto reparieren. Ja, bitte. Der Arm blutet. Na, ist schon zu. Das Bein ist wieder auf, aber mach ich zu. Alles gut, ich kümmere mich drum. So, Hülle reparieren. Ja, ist wieder alles zu. Eine krasse hier. Alles wieder auf, Mann. Hallo? Ich würde sagen, jetzt wo er halbwegs stabil ist, ziehen wir den mal ein bisschen da vom Auto weg, bevor das Ziel hat auch gereicht. Viel Spaß wollte ich auch nie. So. Ja, ich nicht. Ich sag einfach hier hin, so. Ja. Das hab ich jetzt nicht. Ich würde sagen, legen wir vielleicht noch so ein bisschen in den Schatten hier. Ja, nicht so weit weg. Was ist mit dir? Willst du dich nicht verarzten lassen? Ja, gleich. Warte ich. Hä? Hier sind noch welche da. Guten Tag, der Herr. Bitte. Hallo. Ich war als erstes hier, habe ich gehört. Wissen Sie, was passiert ist? Ich habe keine Erinnerung. Nein, leider nicht. Ich habe nur gesehen, diese beide Auto kaputt. Ganz viel tote Menschen fast, weißt du. Weiß ich. Okay. Aber dann noch mal. Sind Sie dargestellt? Ich wollte gerade Bandage holen, fahre meinen Kollegen helfen und bin selbst im Unfall am Marktplatz. Ja, kann das sein, dass wir uns schon mal getroffen haben bei Polizei Akku? Ja, wir haben uns getroffen. Wie geht's Ihnen? Oh, dem Linken. Frag jetzt, wie geht's Ihnen? Ja, es geht. Die sind halt wieder Schmerzen. Die Schmerzen ist eigentlich super schnell gegangen. Sie sind wieder. Ah, super gut. Das ist warte. Ey, ich wollte das gar nicht. Ich war gerade ein bisschen am Handy. Wollte kurz was schreiben. Aber ja. Entschuldigung, Herr Polizei. Ja. Haben Sie noch zwei Räder für dieses Auto? Herr Mexikaner. Ich hatte keine mehr, ja. Jetzt hat er da auch. Das nicht, also das erstmal behandeln lassen? Ich habe repariert, so viel wie geht. Achso, ja. Beschädigung. Spanier auf Europa. Fahren wir wieder, Kollegen? Können Sie mal ein bisschen Spanisch mit mir reden? Ich lerne es gerade in der Schule. Me llamo Daniel. Y tu? Der Herr kann wieder zum Marktplatz. Meine Füße tut ganz viel weh. Waren Sie auch mit dem Unfall verwickelt, oder? Nein, andere Unfall. Ganz. Habe selber gemacht, alles. Geht, aber blutet manchmal wieder, weißt du. Legen Sie sich mal ganz kurz hin, dann komme ich da besser hin und dann schaue ich mal drüber. Ja. Ah, gut gemacht. Okay, Sie haben das Ganze wunderbar verbunden. Ja. Ich muss noch mal kurz Ihre Bandage ab und setzt sie durch meine. Dann hält das Ganze auch wirklich. Okay, gut. Dankeschön. Herr Medic. Ja. Könnten Sie mich eventuell auch mal kurz meine Wunden zu nähen? Ah, lassen Sie mir kurz Zeit, bis ich mit dem hier nicht fertig bin. Lassen Sie sich Zeit. Der Herr hier? Ihnen drüber. In der Kleidung? Oha, der Fahrer des Citroëns, oder? Ja. Ja, Sie wurden gerade von uns mit 105 km/h innerorts gemessen. Kann ja nicht sein. Oh doch. Okay. Der Fahrradshop ist dahinter, ne? 300 Meter weiter. Ja, kommen Sie mal kurz mit zu Ihrem Fahrzeug. Der Mediziner wird ja dann gleich zu Ihnen kommen. Geht dann gerne mal Ihren Führerschein und die Fahrzeugpapiere, bitte. Okay, fertig. Jo. Ah. Mhm. Also ich habe jetzt erstmal kurz die ganzen Bandagen ersetzt. Die sollten jetzt auf jeden Fall nicht mehr aufgehen. Ja. Ich würde gerne noch zu Ihnen kurz den Blutdruck messen. Ich mache hier mal die... Bleiben Sie noch kurz liegen? Okay.
Rennen wir mal die Machete rum und umarmen. Ja. Wie fühlen Sie sich denn? Haben Sie doch Schmerzen? Nee, ist gut, alles, ich glaube. Keine Schmerzen mehr. Sind Sie noch irgendwie schlecht oder schwindelig? Nee. Ich war nicht schlecht, nur mein Bein hat ein bisschen wehgetan. Okay. Bisschen schwindelig, aber kommt immer wieder, immer geht wieder, weißt du, ja. Bitte? Ist Bein immer noch weh, oder? Warte kurz. Nein, es ist gut, ja, kann man, ja, geht. Das Problem ist, dadurch, dass sie jetzt, Moment, ich muss mal kurz. Ja, es tut ein bisschen weh, ist okay, aber. Das Problem, was wir gerade haben. Wollen sie dann nicht noch Schmerzmittel von mir haben? Ja, wenn sie haben, gerne, warum nicht? Gut, dann muss ich nochmal ganz kurz hinlegen, da kriegen sie Zugang von mir gelegt, da kriegen sie Interviews. Dankeschön. Ich jetzt dann einmal ganz kurz hier in der Armbeuge. Wir haben jetzt ein kleines Problem hier, nur durch, dass sie mit 50 km/h zu schnell innerhalb gefahren sind. Daher suchen sie etwas in ihren Taschen. Eigentlich ja, von der Polizei. Könnte ich kurz mit ihnen sprechen? Aua, das tut weh. Ja, kommen Sie mit. Sie waren mit 50 km/h innerorts zu schnell und haben auf der Straße sogar noch nicht gesetzt. Status, könnten Sie mir vielleicht bis bei meinem Auto helfen? Falsch getan. Die Schande, was der denn gemacht? Ach, Herr Polizist? So, warte, Herr Kollege, ich würde mal ganz kurz den Personalausweis machen. Also, es geht nicht. Da müssen Sie mal zurück. Ja, Klaus Dieter. Oh, jetzt hat das Schmerzmittel drinnen, dann ziehe ich in den Zugang wieder. Ja, danke schön. Schatz dich hier drauf. So. Dankeschön. Ah. Ah, alles schön, gut geworden, ja, danke. Sehr gut, dann. Cool, dankeschön. Noch einen schönen Tag, pass auf dich auf. Danke, gleichfalls. Irgendwie kriegen Sie Geld oder so? Nein. Bei uns wird alles vom Staat gezahlt. Ah, alles gut, gut, dankeschön. Schönen Tag noch, geht, tschüss. Ja. Passt das nicht auf? Ja, sie auch. Der Kollege hier, der Kollege hier war der Erste mit dem Fahrzeug. Ja, da war niemand anderes außer mir, weißt du. Was haben Sie gesehen, als Sie am Unfall waren? Ich habe nur Autos kaputt gesehen und ein ohnmächtiger Mensch, weißt du. Habe versucht, helfen, erste Hilfe. Also den Unfall haben Sie so weit gar nicht. Nein, nur kaputte Auto. Ich habe gesehen Rauch und dann bin ich gefahren. Ist Aussage gegen Aussage, kennen Sie, ne? Können Sie vielleicht Praktikanten gebrauchen? Aussagen, wir haben von denen. Entschuldigung, Herr Frau Polizei. Ja, bitte. Ja, ich habe eine Frage, weißt du, ich will. Ich will machen ein Praktikum bei der Polizei. Und okay, wenn Sie ein Praktikum bei der Polizei machen möchten, dann müssen Sie sich an unseren Polizeipräsidenten, Herrn Slywolf, wenden. Ja. Der ist leider gerade nicht auf der Insel, der ist dafür zuständig, ansonsten dürfen wir keine Praktikanten nehmen. Ah, okay, Scheiße, okay. Gut, dann Entschuldigung, gell? Schönen Tag, tschüss. Alles in Ordnung, dann wünsche ich dir auch einen schönen Tag. Tschüss. Ich hab erst zwei, dann wünsche ich dir trotzdem noch einen schönen Tag, pass auf dich auf. Ja, es ist aber alles kaputt, was außer die Reifen. Du kann ich im Leben nicht arbeiten fahren. Ja. Doch, kann man. Ich habe repariert. Kannst du fahren? Wenn er nicht da ist, können wir ihm da gar nicht helfen. Mein Freund, ich habe echt repariert, kann ich fahren, aber nichts voll Geschwindigkeit, weißt du. Dankeschön. Kein Problem. Dann wird der Kollege dann machst halt keinen Unfall mehr. Gesagt, das Ordnungsgeld ausstellen von 10.000 Obamischen Dollar. Im Prinzip können dann alle Beteiligten erstmal gehen. Bei mir der Ausweis und ihre Papiere, sollten wir noch was ermitteln, dann wird ihnen das per Post zugesandt. Okay. Also, ja, tschüss Leute, gell? Schönen Tag. Würden Sie jetzt auf die Idee kommen, wegzufahren? Das sage ich Ihnen gleich von Anfang an. Würde mein Kollege dazu genötigt sein, was war das denn?
Unfall hast oder so und der ist beschädigt, ruf ein RAC und sag mir einfach Bescheid, dann komme ich dahin. Hallo, bist du von der Presse? Hallo, ja. Ich habe ein Radio, weißt du. Hallo, ist das Presse? Oh, wunderbar. Ich hätte noch ein Auto. Ja. Das müsste ein bisschen kleiner gemacht werden. Nein, ist andere Presse, weißt du. Ich schreibe immer. Ah, ja, okay. Ja, okay. Ja, nee, dann kannst du auch was draufschreiben. Das ist egal. Das ja? Ich will nur ein bisschen kleiner haben. Ja, gut. Ein bisschen kleiner haben. Ist dein Auto aus Papier, ja? Dann gut. Nee, also wenn du keine Presse bist, dann geh. Okay. Sorry. Tschüss. So. Hallo, alter Mann. Ja, schönen guten Tag. Du verfolgst mich oder warum? Ich sehe dich überall, wo ich hingehe. Ja, das ist ja, Marc ist ja hier zufällig, ne? Der wollte man ja auch hin, ne? Ja. Ich behalte dich in meinen Augen, weißt du? Der vor die Laterne gerauscht ist, oder? Bitte? Waren Sie nicht der vor die Laterne gerauscht ist? Nein, ich habe nur Ersthilfe gemacht, weißt du? Oh ja. Ja. Sie haben der Gestalt nicht geholfen. Was? Haben Sie geholfen? Ja. Ah, gut, ja, ich dachte, Sie haben nur geschaut, weißt du? Ey, ich war doch direkt nach ihm da, mit dem Ferrari. Ach, Sie waren diese? Ah, okay. Ja, okay. Sie waren ja schon da und Sie haben den Herrn ja noch aus dem Auto rausgeholt. Und genau. Da habe ich ja mit Ihnen da dran, bis die anderen kamen. Ach, das waren Sie? Okay, dann Entschuldigung. Ja, das war ich. Ja. Gut. Komisches Auto, ne? Ja. Wollen Sie ein Döner essen? Ein Döner? Ja. Oh, nee, gerade nicht. Es gibt heute Abend noch, ne? Die Frau kocht, sonst kriege ich Ärger. Okay, gut. Ja, weil ich habe gehört, hier gibt einen neuen Dönerladen. Ich weiß nichts wo, aber egal. Ja. Ich hätte gefragt, weißt du, vielleicht kennst du oder so, weiß nichts. Nee, ich kenne nicht. Ja gut, ich gehe dann weiter, gell? Schönen Tag. Ja, machen Sie das, ja. Tschüss. Tschüss. Hallo, guten Tag. Ich hätte gern 4 Reifen, bitte. Ja, 4 Stück. Nein, 4, nicht 3. Und 2 Bandage-Kit, ja, danke. Ah, komm, gibst du noch ein Bandage-Kit. Gesundheit. Ich hab gehustet. Aber danke. Willst du nicht gesund sein? Freunde, wartet kurz. Ihr seid Neuinsel, ja? Auf die Insel. Ja, nichts mehr so. Nicht? Bist du neue Insel mit dem Rucksack? Ja, einigermaßen. Ja, kommt mit. Nee, ich... Kommt. So, Starthilfe von Ahmed. Warte kurz. So, was ist dein Name? Lukas. Luke, so, hier ist du. Bitte schön. Und wie heißt dein Name? Danke. Hast du keinen Namen? Ich bin Klaus Dieter. Ah, Klaus Dieter, so, bitte schön, Klaus Dieter. Kaufst du schöne Klamotten, ganz viel Essen Hallo? Und so und einen schönen Rucksack, okay? Also wenn du brauchst Rucksack, ich kann auch geben eine. Was sagen Sie? Wenn du brauchst einen Rucksack, ich kann auch geben dir eine, ja? Große Rucksack. Oder kannst du kaufen? Danke Ihnen. Okay. Gut. Kommt mir gerade gut in meiner missliche Lage. Ja gut, dann einen schönen Tag noch, gell? Tschüss. Tschüss. Danke nochmal. Schon mal nicht verkehrt zu wissen, ja. Und halt ein LKW wäre noch ganz angebracht. Ja, LKW habe ich, das ist kein Problem. Ich auch mal fahren, ne? Bei so einer großen Veranstaltung, die hier war, ne? Wow. So ein Event, oder wie sich das nennt. Ist dein Auto? Ich auch mal hier fahren, ne? Aber oh, da muss schön Auto, ja. Haben, ne? Ja, ist ein schöner Wagen. Hast du das? Ist dein Auto? Nein, ist nicht mein Auto. Wen sein Auto ist diese? Ich denke mal, der Herr, der gerade den Ach, Reifen. Ach, da, hat. Hallo. Schön Auto, wo hast du gekauft, Mann? Jetzt muss ich erst mal zum Fertig. Kein Problem, ja. Kein Problem. Ach, so, Abmarsch.
Schön, schön, wow. Der springt nicht an. Auch jetzt. Ja, ich kann reparieren seinen Motor, wenn wieder, aber egal. Ach, sie schon wieder. Ah, hey. Mensch. Ja, immer wegen Problem, immer ich bin da, weißt du. Wenn es gibt, ne? Dann sind sie. Ja, genau. So, Janik, ich komm. Ja. Ja. Ja, aber mit Absprache mit dir. Gefährlich. Ja, ja. Auf jeden Fall. Freund, soll ich helfen? Nö, es passt alles. Alles klar. Hey, was geht? Mein Name ist Ahmed und ich lerne jetzt Sprache Deutsch von meinem Kind. Also mein Kind ist 17 Jahre, ach scheiße, 17 Jahre. Ich habe gesagt, heute ich bin unterwegs gewesen. Ja, ich war in Esslingen. Ich laufe hin und dann ist der Ampel, okay, Ampel rot. Ja, kommt ein kleiner Junge, 16 Jahre hier. Das ist Ampel, das ist Ampel, Junge steht, okay, Ampel rot, hier hat auch Ampel, und der sagt, der mit Frau, mit seinen Freunden oder was weiß ich, was das will, beeindruckend, Frau, schön, Ampel rot, der läuft drüber, kommt ein Auto, stopp, sagt, Frau, hallo, stopp, warum laufst du Straße rot, du dumme Kind. Und er so, was willst du? Ich box dich, Alde. Läuft weiter. Läuft so an mir vorbei und ich schaue den so ganz böse an. Hey, ich sage eins, ja, also ich sage eins. Wenn dieser Junge will beeindrucken sein dumme Fick, sorry, sein Fick-Freundin, dann soll nichts machen, gefährden andere Leben. Sein eigenes Leben, so, wobei andere Leben nichts gefährdet, scheiße mich. Und wenn du machst sowas, ich schlag dich. Dich schlag ich, den Jungen, ich kenne nichts, aber dich kenne ich, ich schlag dich in deinen Kopf. Und dann bist du kaputt. Wirst du kaputt sein, hä? Und dann bist du kaputt. Du wirst nichts kaputt sein, nicht mein kaputt. Ja, so ist es. So, ich scheiße Menschen, ja, manchmal, Alter. Ich denke immer, warum macht diese, warum lebt diese Menschen? Warum dumm in deinem Kopf? Warum laufen rot, wenn ein Auto kommt? Auto stoppt wegen dir, weil du hässlich. Ja, tschüss.